Podcast-Zuschauer, was geht ab? So, dann gehen wir mal hier rein. Alles klar, liebe Freunde. Ich würde vorschlagen, wir machen jetzt stell Google auf Dark Mode. Egal, Digga. Ich habe vorbereitet. Und es gibt ein bisschen lauter machen. TV über Yo Ollies Rap-Album. Das kam vor ungefähr 20 Minuten raus. Und da wollte ich mal reingucken. Also ich habe das zufällig gesehen. Es war gar nicht geplant, dass ich mir das Video angucke. Aber juckt. Wir schauen da jetzt rein. Ehre. Yo Ollies Rap-Album. Young Alpha heißt er. Ich habe davon am Wochenende so ein bisschen was mitbekommen. Und mutig. Alblali habe ich Abo gekündigt. Hauptsache, du bist bei. Dann kannst du ja eigentlich bei mir Stufe 2 Sub machen, oder? Weil es ja dann das gleiche ist. Der kleine Kids, kennt ihr noch Yo Olli? Ihr wisst schon, der Typ, der damals dachte, freut mich aus, so Kissing-Pranks mit Minderjährigen sind saulustig. Der dachte, also mit 13-Jährigen schlafen, da stecke ich aber einen rein. Und der genau dafür von einem... Oh, da habe ich den falschen Screenshot eingeblendet. ...im Gericht verurteilt worden ist. Schon vorher hat der Typ ein bisschen unter Zeitdruck heute, muss ich sagen. Und so Werke wie... sind heutzutage halt einfach auf jedem Volksfest zu finden. Als erstes hat er sich um... Volksfest einfach. Aber das stimmt, der hat schon davor, also der hat schon davor so ein bisschen... Boah, ich hab mal geguckt, ne, dieses, wie heißt das denn? Oh, hier, sag mal schnell. Dieses von allein hat auf Spotify einfach über 2 Millionen Aufrufe. Das ist voll viel, das sind halt auch gut 6.000 Dollar, so, Musik ne? gemacht, Euro. Also ich habe mir nichts davon angehört. Ich kenne nur seine Skandale. Mit so einem Song. Auch so ein paar Videos. Wobei, der hatte mal einen Song... Nee, das habe ich jetzt verwechselt. Das war mit Hustensaft Jüngling. Hustensaft Jüngling hat mit Yo Ollies Ex-Freundin mal einen Song gemacht. Und der hieß Porno und der war komplett wack. Also es gab keinen schlechteren Song als den. Moment, mal gucken, ob ich den wiederfinde. Hustensaft Selina. Ja, genau, hier Porno. Oh mein Gott, war das ein wacker Song. Vor allen Dingen war die da noch 17. Film. Hab das ganze Game gefickt, das ist ein Pornofilm. Ich bin viel zu high von diesen bunten Pillen. Hab das Game gefickt, das ist ein Pornofilm. Okay, ich glaube, wir haben genug. Die war so. 17. Und Yo Olli will competen. Na, denn Yo Olli klingt ein bisschen zu sehr nach dem Onkel, der auf dich aufpasst, aber mit dir sehr komische Dinge macht. Stattdessen heißt er jetzt Young Alpha, was natürlich ziemlich passend ist, denn Young. Too Young ist in China halt auch nur Alpha. Name. Letzte Woche hat er... auf Spotify gesehen, dass du Young Alpha hörst, hab mir dann gedacht, da kommt safe ein Video. Ja, Digga, frei zum Spaß höre ich das nicht, das kann geschrieben, KuchenTV hat richtig miese Scheiße in Insta-Stories gedroppt zum Thema Rassismus. Real Talk? Ich habe da gar nichts mitbekommen. Ich habe das mit Anni so ein bisschen mitbekommen, aber nur halb. Also ich hatte gestern so eine kleine... Vor allem richtigen Scheiß... Ja, ich habe gesagt, dass es dass Rassismus gegen Schwarze aufhören soll. Weißt du, das auch... sowas finde ich auch immer nice, dass Leute so verallgemeinern. Ich sage, es gibt Rassismus gegen Weiße, sage aber auch, dass der Rassismus gegen Schwarze schlimmer ist und man da was dagegen tun soll. Und die sagen, Junge, das ist richtig schlimm, was KuchenTV da gepostet hat. Ja, was denn? Dass ich gesagt habe, dass Rassismus gegen Schwarze gibt und wir dagegen was tun sollen. Ja, stimmt, Digga, finde ich auch absolut doof, Digga. Lass mal Rassismus wieder cooler machen, oder? Also solche Leute, Mann, ehrlich, ey. Social Media Pause wieder. Beziehungsweise, ich war einfach kaum auf Social Media. Er hat dann tatsächlich sein erstes eigenes Rap-Album rausgebracht, Young Alpha. Das Album, was einfach an die Spitze der Charts gehen soll. Und wir werden einfach mal was so ein bisschen schauen, was da niemand. Das Einzige, was ich ein bisschen mitbekommen habe, genau, das hatten wir auch, das hatten wir auch thematisiert in meinem Stream. Ich hatte gestern so einen Real Talk-Stream und da habe ich gesagt, es ist Anis Sache, wen sie aus ihrem Stream oder aus ihrem Chat wirft. Was geht ab, Leumann, Dankeschön. Und ich würde das nicht irgendwie so bezeichnen, dass sie die Demokratie verletzt hat. Aber das ist meine Meinung. Ja, Demokratie und Meinungsfreiheit wäre etwas übertrieben, muss man schon sagen. Aber ja, ich habe jetzt aber auch schon genug gesagt, warum ich oder wie ich das halt genau sehe. Weiter geht's. Tatsächlich muss man zugeben, dass die Spotify-Klicks bei ihnen sogar dafür, dass das halt echt keine gute Musik... Weil ich muss übrigens sagen, dieses, ja, wie nennt man das eigentlich? T-Shirt hier, was ich anhabe... Das habe ich schon seit irgendwie einem Jahr nicht mehr an, weil irgendwie feiere ich diese Lacoste-Polo-Hemden irgendwie nicht mehr. Aber ich habe hier mal so geguckt, der ist voll gut, cool, weil das ist, ich habe hier einfach gar keinen Platz mehr richtig. Das zieht sich hier so zusammen. Ich sehe dann hier breiter aus auf jeden Fall. Das muss ich jetzt wieder öfter tragen, glaube ich. Musik ist ziemlich gut sind. Guten Morgen von seinem Album zum Beispiel hat über 320.000... Ja, was ist das für ein Cover? Was ist das für ein Cover? Vor allem da ist es auch unzensiert. Ich habe das zensiert, weil ich mir dachte, ja, scheiße, kein Bock, dass es gesperrt wird oder so. Aber da ist es unzensiert. Und dann auf dem Thumbnail ist es auch unzensiert. Und wo ich es groß gezeigt habe, habe ich es zensiert. So, hä? Streams. Und auch so gut wie alle anderen Tracks haben mal mindestens 20.000. Ja klar, meint die halt, dass ich gesagt habe, dass Rassismus gegen Weiße gibt. Aber das ist halt das Problem, wenn du halt nicht richtig differenzierst oder nicht richtig deine Aussage schreibst, dann kann man das halt auf alles beziehen. So zum Beispiel der eine auch richtig geil, der hat mir halt in die Kommentare geschrieben, jo, du bist ja richtig deillusioniert, was du über die AfD sagst. So, in meiner Story habe ich halt gesagt, dass nicht alle Rassisten sind. Ich habe aber auch gesagt,
Ja, die AfD ist eine Drecks-Bullshit-Partei. Ich finde es gut, dass sie kleiner sind. Alter, Bachi, Stufe 3 Sub, Digga. Vielen lieben Dank. Grüße aus WOB. Ah, Digga, schön. Volkswagen hat das Geld, Alter. Dankeschön. Hab aber halt auch 5 Dinge gegen die genannt. Dann habe ich auch in meine Story gepostet. Ja, anscheinend ein AfD-Wähler so. In den Kommentaren hat er dann gesagt, nee, ich will die AfD nicht. So, hä? Ja, aber dann hat es ja gar keinen Sinn, was du schreibst. Die Leute befassen sich halt nicht damit und blabern dann Bullshit. Eins oder zwei sogar noch über 100.000. Kommen wir jetzt allererstes mal zum Albumcover. Ach du Scheiße, aber ist da eine Frage, hat KuchenTV das zensiert oder war dieser schwarze Balken schon vorher da? Nee, ich hab das zensiert. Du hast gedacht, Max, dankeschön. Ist da dieser schwarze Balken auf dem Originalcover? Eigentlich will ich das gar nicht wissen. Und wie weird einfach. Das ist halt, Er hat zensort, okay. Ja, cringe, was soll ich dazu sagen, Leute? Er steht auf dem Album halt neben dieser Dame, die so eine komische Skimaske aufhat. Dazu steht die da halt einfach wirklich wie so ein nasser Sack. Schulter nach unten, überhaupt keine Spannung und wirklich glücklich sieht die auch nicht aus. Genauso sieht das aus, wenn man für so ein Fotoshooting gerade mal 20 Euro bekommt. Für Fortnite, was geht ab, Charlie? Danke für die 5 Euro. Ehre an dich. Jo, ich bring bald ein Rap-Album raus. Hast du vielleicht Bock... Ich finde die Kameraperspektive gar nicht mal so scheiße, um ehrlich zu sein. Bock auf das Cover zu gehen? Hier, dann zieh bitte einfach mal alles aus, außer die Unterwäsche und zieh dir bitte... diese Skimaske hier auf. Sein erster Track, der auf dem Album vorhanden ist. Ich frage mich, was mit der Skimaske auf sich hat. Hat die vielleicht Geld bekommen, wusste jedoch, wer Yo Olli ist und wollte nicht erkannt werden. Sie kommt von allein. Aufgrund des Backlashs. Young Alpha. Und da hören wir einfach mal die ersten beiden Zeilen, die direkt alles zerbersten. Frauen sagen zu meinem Buddy, zu meiner Uhr, ah. Young Alpha, Dichter und Denker. Unverurteilter Sexualstraftäter nicht zu vergessen. Und Epic gönnt 2,50 Euro. Ja, dass er der krasseste ist, dass er Geld hat und dass er Weiber bumst. Das Ganze ist dazu nicht mal wirklich einfallsreich und die Lines sind halt wirklich super schlecht. Zum Beispiel die hier in der Hook. Ich ficke Models und ich mache meine Asche, oho, immer in Gefahr durch die Patte. Das Ganze hat er halt in der Hook quasi dreimal gemacht, nur leicht abgeändert. Hooks müssen natürlich keine unfassbar krassen Reimtechniken oder sowas. Lass mich raten. Eine Hook ist halt dann, also was ich mir vorstellen kann bei Yoli. Aber das Ding ist, das ist da halt einfach nicht der Fall. Und das ist halt wirklich einfach nur wack, was er da geschrieben hat. Mal abgesehen davon sind auf den Stimmen gefühlt 8000 Effekte drauf. Ah, jetzt geht's auf einmal wieder, okay. Also... sein Chat ist weird, ich habe jetzt gar nicht bei geguckt, den anderen Songs so haben wir noch nicht reingehört. Aber lasst mich raten. Jeder verfickte Song von diesem Album handelt darum, dass hier Olli irgendeine Bitch fickt. Er hat's raus. Ich kann mir nicht vorstellen, dass da irgendein anderes Thema ist bei den Songs. Safe. Ja, safe. RIP-Taste. Alle außer 2. 9 von 12? Alter, krass, Digga. Was ist denn das Thema bei den anderen Songs? Mein Video hat einfach nach 2 Stunden fast 100.000 Aufrufe, Mann. Ich glaube, das ist sogar von den letzten 10 Videos, die ich gemacht habe, absoluter Bestwert. Nicht mal Leons Marcher-Video ist so gut angekommen. Ich habe auch, seitdem ich das Video hochgeladen habe, einfach schon über 100 Abos gemacht, Alter, krass. Ja, heftig, Bruder. So, geht das mit Leertaste, ja. Gar nicht mehr wirklich seine Stimme hört, sondern nur noch dieses Autotune und die 30 anderen Effekte, die da drauf sind. Ich meine, wer hat das denn abgemischt und dachte dann so... Digga, so soll das auf jeden Fall auf Spotify kommen. Ich meine, hört euch die Stimme bitte nochmal genauer an. Der zweite Track heißt Two Girls. Und wer hätte es gedacht, da geht es halt um zwei... Ja, ist auch zwei Frauen. Ich habe einfach auf Englisch gesagt. So Two Girls, Digga. Girls, die er halt klärt. Auch da hören wir mal ganz kurz rein, denn die Hook ist mal wieder wirklich... Also bisher hatte ich mit meiner Annahme recht, aber es sind lediglich 2 Songs. Mal gucken, wie das weitergeht. Super einfallsreich, muss man einfach sagen. Der Grund, warum ich jetzt lachen muss, was geht ab, dankeschön. Ich finde Real Talk, dieser Hintergrund, also diese Hintergrundmelodie, ist so schlecht, das klingt wie mit so einem MIDI-Maker gemacht. Das klingt ein bisschen wie Mario Sunshine, gebt euch das mal. Du willst meine Frau klauen? Ist einfach Mario Sunshine. Check ich nicht, aber sag einfach mal ja. Das Bestimmte ist für Kuchendogs 500 geplant, ist schon eine krasse Zahl. Ja, ich habe überlegt, so ein Best-of oder sowas zu machen. Du willst meine Frau klauen? Ich glaube, du meinst eher meinen Sohn, oder? Ich habe mir übrigens einfach mal die Mühe gemacht und habe den Text analysiert. Also gut, es gibt so Seiten, wo du das einfach einfügen kannst. Ah, da habe ich von so Nintendo-Musik. Insgesamt 392 Wörter drin, wovon 31 Mal das Wort Hab ist. Hab? 31? Was? 31 mal 2? Pibudi, danke schön. Das ist richtig nervig. Warum macht er denn nicht mal was Ordentliches, 22 mal ich? 13 mal Frauen doch. Ist es dann nach der Rückschau vor? Mal 2. Danke, ich habe das einfach mal mit einem Mero verglichen, der ebenfalls nur die Tracks rausbringt, weil es halt Cash gibt und er wirklich null darauf achtet, irgendwie einen coolen Text zu haben. Im Track Wolke 10 befinden sich 420 Wörter und auch die Dichte 420. Von 20 ist halt viel, viel kleiner. Also er hat viel mehr. Da hat jemand geschrieben, die Hintergrund. Weil man 15 mal ich.
Melodie wäre ohne Stimme 10-mal besser. Ey, real talk, ich will das Instrumental davon. Verschiedene Worte gewählt. Und da habe ich sogar noch dieses am Anfang und am Ende einfach mal rausgelassen. Das heißt, selbst ein Mero, der halt wirklich einen kompletten Fick darauf gibt, was für einen Text er hat, hat sich einfach mehr Mühe bei einem Text gegeben als du. Also das muss man erst mal schaffen. Boah, das ist krass eigentlich. Ich meine, du bist lyrisch einfach Dankeschön. Unter einem Mero. Ich wusste gar nicht, dass das möglich ist. Heftig ist übrigens auch seine Reimkette. Er reimt Pro auf Po auf Pro auf Feier Pro ich immer noch, auf Po auf Pro. Na. Vor allem das Geile ist ja, das habe ich aber nicht mit reingemacht, weil fand ich jetzt nicht so wichtig, aber fand ich halt trotzdem nice. Der hat in seinen Tracks irgendwie 3-mal über das iPhone 11 gerappt. So, Digga, jeder Hartz-IV-Empfänger kann sich im Vertrag heute fast ein iPhone 11 leisten. Als ob das jetzt irgendwas aussagen würde, dass du das hast. Als wenn das jetzt so das Statussymbol für reiche Leute wäre. Nein, komm schon, nein, als fucking ob. Wie kann man denn so wenig Fix geben? Pro, ich kaufe mir bei Apple neues iPhone 11 Pro. Sie wackelt auf mir mit dem Po. Sie hält den Kopf unten, was für ein Pro. Ich kaufe mir bei Apple neues iPhone 11 Pro. Sie wackelt auf mir mit dem Po. Sie hält den Kopf unten, was für ein Pro. Bald iPhone 12. Okay, bald iPhone 12, Digga. Ja, weil Jo Olli hat ja irgendwie sogar relativ viel Geld. Ich frage mich echt, woher der das hat. Ich kann mir halt vorstellen, entweder, dass er was geerbt hat. Das könnte ich mir vorstellen und jetzt damit flext. Oder vielleicht hat er in Bitcoins investiert und hat da ein bisschen was rausgeholt oder so. Weil er fährt ja zum Beispiel auch nicht die neuesten Autos oder so. Also er ist halt anscheinend kein Millionär, weil ich denke schon, dass er da auf jeden was anderes dass er dann andere Autos fahren würde, würde ich ihn auf jeden Fall so einschätzen. Kollege, der Boss-Rate drops to 0%, sage ich euch. Der nächste Track heißt Horoskop und der geht glücklicherweise nur 1 Minute 20. Und um was geht es? Naja, er erklärt halt wieder irgend so ein komisches Vibe. Aber jetzt wissen wir wenigstens, was für ein Typ er ist. Sie will den Wahren und keinen Lahmen. alles klar, Boruto. Sie will den Wahren und keinen Lahmen? Reimt sich das überhaupt? So. Diese Leine, ich feier das so hart. Sie will den Wahren und keinen Lahmen. Das hat er wirklich gebracht. Bisschen. Oh Mann. Ja, gut zu wissen. Oder aber ich will jetzt nicht den Julians Blog machen. 10 von 10 Punchlines. Doch, sie will den Gewinner. Ah, Vergangenheit scheißegal. Ja, das hättest du gerne, Jo Olli. Sie will den Gewinner, Vergangenheit scheißegal. Interessant. Ich chill nicht mit Verlierern. Wenn ich will, fick ich sie nochmal, in Klammern ja. Vergangenheit scheißegal. Ah ja. Ich chill nicht mit Verlierern, wenn ich will, fick ich sie nochmal. Ja. Hätte er gerne. Ja, Digga, na dann, herzlichen Glückwunsch auf jeden Fall. Props an dich. Der nächste Track heißt Komm vorbei. Nee, danke, Bro, wirklich nicht. Da geht es darum, dass er halt möchte, dass sein Vibe vorbeikommt. Warte mal, ich hab mich jetzt so ein bisschen selber gedisst, oder? Wir hören auch hier einfach mal ganz kurz rein. Also erstmal Real Talk, ne? Ich finde, Jo Olli klingt einfach wie ein schlechter Lelano. Und ich finde, Lelano ist jetzt nicht der allerbeste Rapper überhaupt. Was soll das denn? Das muss man erstmal schaffen, Jo Olli. Respekt. Ebenfalls mal wieder nichts, was sich irgendwie abhebt oder wo man sagen kann, ja, Digga, geile Zeilen drin gehabt. Sondern mal es ging halt so komplett 0815, also wirklich komplett. Ja, er rappt. Ja, ich finde, es klingt sogar noch unter 0815. Es ist halt einfach schlecht so. Es hebt sich nicht ab, ist aber dazu halt auch noch schlecht. Die ganze Zeit darüber, dass eine Bitch ficken will und über iPhone. Das ist der Suquat. Also wie kreativlos, also wie kreativlos, genau. Wie unkreativ, wollte ich sagen. Kann man eigentlich sein? Also, das diskriminiert ja das Genre. Einfach nur, ja, einfallsloser Schrott. Was soll ich dazu großartig sagen? Der nächste Track ist Slayer Z. Und naja, um was geht es? Naja, er bumst halt wieder irgendein Also, Mädel, das ne? Krasse ist, das ist ja das 0815 von 0815. Ergibt das Sinn? I don't know. Was auch sonst. Auch da hören wir uns einfach mal ganz kurz die Hook an. Das Video haben wir schon gesehen, was du reingepostet hast, aber dankeschön. Ich geb eher tief. Ja, ich geb eher tief. Ich finde das Ding voll wie so ein Young Huren Song. Von Young. Ich geb ihr tief, Digga. Krass. Huren würde ich das, glaube ich, sogar fast feiern. Ich geb ihr tief. Ja, ich geb ihr tief. Ja, sehr einfallsreiche Adlibs auf jeden Fall. Props an dich. Dann kommt Corona. Und was denkt ihr? Wenn man Young Huren auf Wish bestellt. Das stimmt. Also genau das denke ich mir auch. Worum es geht,
Naja, natürlich, es geht ja wieder darum, dass er irgendein Weib bumst. Aber hier macht er natürlich erstmal Folgendes. Ich lass sie herfahren, doch zuerst macht sie einen Test auf. Corona, auf Corona. Allerdings holt er sich natürlich nicht meine Freundin ran, denn da ist das Problem Folgendes. Ich feier das. Ich feier das, ey. Dieser Text, Digga, es ist so geil. Vor allem, Kerl, es ist ja auch nicht so, dass ich mir jetzt die dümmsten Zeilen rausgesucht habe oder so, sondern es ist ja echt Fakt, dass die alle so scheiße sind, Digga. Weil wir gucken hier mal ganz kurz, können wir ja mal reingucken hier. Bei Genius wurden ja ein paar gedingst. So, das ist halt, also das ist ja das, was wir jetzt gerade sehen, weißt du. Ich lass sie herfahren, doch zuerst macht sie einen Test auf Corona. Von deiner Freundin will ich nichts, sie sieht aus wie eine Oma. So, also, keine Ahnung, Digga, so what the fuck, was ist für ein Text? So, wer schreibt das denn, Digga? So, und dann, für mein Drip brauche ich kein Supreme, kein Lean. Das ist, achso, jetzt erstmal das hier, ne? Rapper kiffen viel, trinken viel, sie trinken sich ins Koma. Auch geil geschrieben, ins Koma. So war Koma, naja, okay. Ey, sie lutscht mich auf den, warte, ey, sie lutscht mich auf den Knien und ich stehe in Gucci-Socken, ah. Ich will sie langsam poppen, ah. Ich stehe auf den Louis Vuitton Flipflops, ah. Und ich nehme sie hops, deine, ah, Girl, ein wirklich schönes Girl. Und ich habe sogar einmal Zeit, für sie Zeit, vielleicht zweimal. Ich leihe sie von dir aus, haha, hu. Digga, so what the fuck, Alter, was ist das? Also, ich frag mich echt, wie lange der daran gesessen hat. Ich kann mir gar nicht vorstellen, dass man da länger als eine Stunde dran sitzt, ey. Okay, ich fick nur mit Kondom, ich fick nur Models, denn ja, es sollte sich schon lohnen. Ah, ja. Letzten Monat 11k, diesen bis jetzt 6, doch gerade mal erste Woche, pro Woche 6k, im Monat 24, Hälfte Einkommensteuer, im Monat 12k. Ja. Ja, Mods sind auf jeden Fall wieder super am Start hier, würde ich sagen. Ich mache das jetzt selber. Vor allem, keine Ahnung, also im Monat 24.000 Euro machen ist an sich natürlich gut, aber das ist halt auch nichts, was man jetzt so krass angeben kann. Also andere Rapper flexen halt damit, dass die halt so Millionen verdienen, weißt du, dass die mehr Zahlen schreiben, als ihre Buchhalter aufschreiben können. Und er so, ja, Digga, ich mache im Monat 12.000 netto, Alter, yeah. So, what the fuck, was ist das denn für ein weird Flex einfach, ey? Ach, Junge. Ja, Covid-19-Drip. Covid-19-Drip. Das ist der. Das ist er, Leute. Oh, Mann. Ist eigentlich schon wieder fast lustig. Ich hole sie ran, aber erst macht sie einen Test auf Corona. Corona. Oh. Also, es wirkt ein bisschen wie, als wäre das so ein Satire-Rapper. Also, als Satire-Rap würde das echt durchgehen. Aber jo, Olli meint das halt ernst. Was für ein ultra krasser Diss, oder? Warte mal, was? Was hat er da gesagt? Freundin ran, denn da ist das Problem folgendes. Von deiner Freundin will ich nicht, sie sieht aus wie eine Oma, eine Oma. Warte mal, damit suggeriert er ja, von deiner Freundin will ich nichts, die ist mir zu alt. Das sollte man als Jolli vielleicht nicht scheiße, rappen. Digga, hab ich nicht drauf gekommen. Fuck. Was für ein ultra krasser Diss, oder? Deine Freundin sieht aus wie eine Oma. Allerdings sagt er dann später im Text wieder, und ich nehme sie hops, deine Girl, ein wirklich schönes Girl. Das klingt wie so ein Sift-Twitter-Tweet. Und ich nehme sie hops, deine, Girl, ein wirklich schönes Girl. Oh mein Gott, das als Tweet bitte. Kurz davor, das zu tweeten. Aber dann denken viele Leute, ich bin Jo Olli-Fan. Lieber nicht. Also steht Jo Olli jetzt auf Omas? Alles klar, Digga, dann weiß ich Bescheid. Vor allem auch mega nice, dass er zwar Gucci-Socken anhat, aber darüber noch Flipflops. Ja, das trage ich auch jeden Tag so. Der stylische... Warte mal, was steht da? Ey, sie lutscht mich auf den Knien und ich stehe in Gucci-Socken. Ah, ich will sie langsam poppen, ah. Ich stehe auf den... Oh mein Gott. Oh mein Gott. Das ist ja wirklich das 0815 von 0815. Schön, Digga, Gucci-Socken und darüber Flipflops, Alter. Ja, mein Digga, fühl ich. Gibt's überhaupt Louis Vuitton Flipflops? Flipflops ist auch ein geiles Wort irgendwie so. Das kommt, kann man so richtig schnell so raus und so. Flipflop, Flipflops feier ich, meine. Das ist ab jetzt mein absolutes Lieblingswort, Alter. Flipflops. Flipflops. Das hatte ich auch jeden Tag so. Der Style ist schon oft mal wieder unter. Du hast so keinen harten Konsonanten oder so. Flipflops. Das geht so voll schön aus dem Mund, so, weil Flipflop. Sag dann das kommt mal, der so, Flipflop. Weißt du, so, keine Ahnung. Flugzeug kann man nicht so schnell sagen. Flugzeug, Flipflop. Weißt du, obwohl Flugzeug sogar genauso viele Buchstaben hat. Nee, ich glaube sogar weniger, ne? Krass, Alter. Flipflop, Flugzeug.
Flugzeug. Ach, geil, Alter. Und was denkt ihr, um was geht es da? Lass natürlich mich raten, es geht nicht um Fanta, es geht um eine Bitch. Digga, er bummst wieder irgendein Weib, ja, oder beziehungsweise Louis Vuitton ist nicht Louis Vuitton, achso. Weiber. Außerdem trinkt er Wodka mit denen. Die Hook geht ungefähr, ich finde es hier so krass, dass ich mit meiner Prediction recht hatte. Ich habe gesagt, in jedem Song geht es darum, dass er eine Bitch bangt. Oder zwei. Und Gucci trägt. Und ein iPhone. Die Zuschauer allerdings auch von den Ehrenlosen gebusst. Ich habe vorhin über Annie the Duck und so geredet und ich habe das Video auch unter meinem neuesten Video geteilt, was halt gerade ganz gut abgeht. Also es kann sein, dass viele dadurch kommen. Schreibt mal rein in den Chat irgendwas, wenn ihr gerade da. Ach, warte, ich mach mal den Abo-Modus raus, vielleicht sind die Leute weg. Ja, sind gerade weg. Schreibt mal alle rein, wenn ihr da seid. Leute, Berlin, was geht ab? Seid ihr da oder was? Woo! Einfach mal irgendwas, einfach mal eine Nachricht schreiben, so einen Test, dann sehen wir, ob da. Also es werden natürlich jetzt nicht jeder reinschreiben, aber. Ja, also einige sind auf jeden Fall da, würde ich sagen. Na ja, das ist schon in Ordnung. Kaufen will. Ich chill mit drei Girls, nur mit Socken und im Tanga. Wir sippen Wodka O oder Wodka Fanta. Dankeschön. Du chillst also in Socken und Tanga? Ja, okay, komischer Fetisch, aber hey, solange es dir gefällt, ist alles cool. Alles cool. Ich meine, wo hast du überhaupt den krassen Reim von Tanga auf Fanta her? Etwa von der Reimemaschine.de? Warte, jetzt will ich mal gucken. Ich wollte das erst machen, aber ich war vorhin ein bisschen in Zeitnot leider. Das ist etwas doof, durch meine Faulheit hatte ich, also ich habe heute eigentlich schon gut dran gearbeitet, ich wollte gerade Danke sagen, erst danach. Was reimt sich auf Fanta, Digga? Jetzt gucken wir aber mal hier auf der reinemaschine.de. Ah, Digga, geil, deswegen liebe ich Reimemaschine so, auf was reimt sich auf Fanta? Cobra, ja, mein Digga. Props auf jeden Fall gehen raus an die Reimemaschine. Fanta, Cobra. Macht Sinn, Digga, auf jeden Fall. Ganta, okay. Eta, Florida. Hä? Oh Mann, was hat er gerappt? Fanta, Tanga, ne? Steht hier irgendwo Tanga? Sieht nicht so aus tatsächlich, ne? Ich sehe es hier. Kita. Fanta, Kita. Ja, doch. Ich merke schon, Digga. Pampa, ja, Mann. Fanta, Pampa geht. Manta, Dromeda. Fanta, Dromeda. Okay. Panta, ne, keiner Tanga eingeschrieben. Obwohl das eigentlich ziemlich Dings ist, ne? Krass. Hat einfach einen Reim gefunden, den es noch nicht mal. Weed. Ja, Fanta, Weed. Ja, Mann, Digga, auf jeden Fall. So. Dann kommt der Track Guten Tag. Übrigens geht es da, ja, wer hätte es gedacht, mal wieder um Sex. Allerdings muss ich hier sagen, dass ich den Text sogar teilweise etwas lustig finde. Auf Sucht Tanga, stimmt. Man, ja, gut, man hätte auch, kann auch einfach reimemaschine.de nochmal. Was habe ich falsch geschrieben? Weil ich frage mich mal, wer hat diese Seite aufgemacht? Weil irgendwer muss das ja bereitgestellt haben. Aber da verdient man ja auch gar kein Geld dran. Du kannst dich da sogar einloggen, als ob sich da wer einloggt. Tanga, jetzt bin ich ja mal gespannt. Reim auf Tanga. Oder ist das doof, so ein doofes Wort? Nee, gibt's sogar. Tanga. Was reimt sich auf Tanga? Tanga, ja, Mann. Türke, ja. Tanga, Türke, ja doch, Digga. Jahreszeiten. Tanga, was können wir. Ja, Jahreszeit. Ah, hier steht sogar wirklich Fanta, lol. Das ist auf jeden Fall ein Like. Ah, muss ich anmelden, weg damit. Eine komische Art und Weise. Sie lecken an mir, als wäre. Sie lecken an mir, als wäre ich eine Lollipop. Heißt es nicht ein Lollipop? Ach, egal, juckt. Ja gut, also das Ding ist mit dem Text übrigens, das hat ja wahrscheinlich Joolli nicht selber dahin gepostet, sondern das hat halt irgendwer anders gemacht. Das haben wir halt nicht vergessen, da sind so viele Rechtschreibfehler drin. Also ihr müsst euch mal überlegen, irgendwer hat sich halt die Mühe gegeben, den Text von Joolli abzutippen. Und das war wahrscheinlich niemand, der viel im Leben zu tun hat und vielleicht ist dadurch dann... Doch, sind nicht mehr 12. Sie sind über 18. Ich lese das mal gleich vor. Sie sind nicht mehr 12. Sie sind über 18. Deswegen gibt es meinen Cock A. Frisch. Einen frischen Penis. Es ist der einzig wahre und der lange. Nicht dieser kleine. Nein, der feine. Er ist frisch rasiert mit zwei Eiern. Sie machen, was ich will und zack. Es ist so geil. Ey, Junge, das muss. Oh Mann. Stell dir vor, Joolli hat einen Auftritt oder so und dann kommt das. Es ist halt, also ich muss halt ehrlich sagen, das ist so der einzige Track, wo ich den Text wirklich lustig finde halt. Feier ich extrem. Die Zerstörung von Reason, den kenne ich tatsächlich noch nicht. Können wir gerne mal reingucken, mich auf jeden Fall dabei. Ich wollte aber kurz nochmal hier den Text aufmachen, welcher guter Tag oder so, ne? Guter Tag, Young Alpha. Da will ich aber hier nochmal kurz rein in die Olga, würde ich sagen. Gucken wir mal. So, das hier ist der Track. Young Alpha auf entspannt. Ja, heute ist ein guter Tag. Sie weiß, was ich mag. Ahaha. Ahaha. Heute ist ein guter Tag. Dass ihr macht, was ich sag. Ist, was ich an euch mag.
Sarah, Lara und Tamara sind immer startklar. Ich lese es gleich vor. Ich mache immer erst die Reactions. Ich baller mehr als Osama. Mhm. Sie lecken an, genau, das war das, was ich gemacht habe. Da kann man auch draufklicken. Was passiert, wenn man da draufklickt? Mit diesen Lines will er zeigen, dass Reime überflüssig sind und dass er gerne mit minderjährigen Fans Sex hat. Oh Mann. Ach so, dann kann man die Lines erklären. Ah, nice, Digga. Wow, 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 neues Telefon. Oh Mann. Der Künstler Young Alpha möchte an dieser Stelle seinen Hörern mitteilen, dass er sich ein neues Telefon bzw. ein neues Smartphone angelegt hat. Die Wiederholung von Wort wow soll verdeutlichen, dass das Telefon etwas sehr Krasses für Young Alpha ist und dass da das iPhone 11 Pro eins der teuersten Smartphones auf dem Markt derzeit ist, soll dies noch ein Flex an seine Hörer sein. Aha. Damit meinte er das iPhone 11 Pro, was ihm sein Vater gekauft hat, weil er selber weniger als 10 Euro im Monat verdient. Ja, wenn man 12 ist, feiert man das wahrscheinlich. Wow, 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 neues Telefon. Okay, warte, ich kann mich gar nicht dran erinnern, wie der das gefloat hat. Das machen wir mal ganz kurz an hier. Ja, Young Alpha auch noch eingegeben, natürlich, alles gut. Nein, da war es schon. Guter Tag. Wann ist das? Im ersten Part irgendwo, ne? Einen frischen Penis, es ist der einzig wahre und der lange. Nicht dieser kleine, nein, der wow, wow. Neues Telefon, wow, 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 wow. Die machen, was ich will und zacken an mir, weil sie mich feiern. Wow, 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 wow. Wow, 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 wow. Neues Telefon. iPhone 11 Pro. Ah. Sie kommen von allein. Sie stöhnen und müssen laut schreien. Das ist ja, wenn sie von allein kommen, dann musst du ja gar nichts machen. So, dann masturbieren sie ja eher, ne? Sie kommen von allein. Sie stöhnen, müssen laut schreien. Sie mögen es hart. Also beiß ich in ihre Titte rein. A, sie wollen es hart. Ich beiß in ihre Titten rein. Digga, es gibt Leute, die mit die Olli Sex hatten. So, das darf man halt nicht vergessen. Weißt du, das ist so... das Alpha-Tier beißt nicht wirklich in die Titten der Minderjährigen rein. Gemeint ist in Wirklichkeit, dass seine Sexualpartner noch zu jung sind, um eine ausgeprägte Oberweite zu besitzen. Alles klar, Digga, sie kommen von allein. Damit will er darauf anspielen, dass er kleine Mädchen, die minderjährig sind, dazu drängt, sie zu küssen und in seinem Auto Sex zu haben. Ja, ist ja eher Real Talk als lustig, ne? Ich baller mehr als Osama, was wurde da geschrieben? Diese Zeile des lyrischen Genies macht deutlich, wie oft er mit Fangirls Coitus hat. Dies verdeutlicht der junge Goethe mit dem Al-Qaida-Anführer Osama Bin Laden, der oft und häufig Anschläge verübt hat. Scheiße, so voll auf Real Talk-Basis, ey. Heute ist sein guter Tag. Ah, war das nicht die Hook hier? Das ist die Pre-Hook, ach so. Die drei lecken an meinem Lollipop. Damit sind Sarah, Lara und Tamara gemeint. Das Alter der drei genannten Mädchen ergibt insgesamt die Zahl 18, wodurch das Alpha-Tier hier perfekt sein lyrisches Verständnis ausdrücken kann. Und sie kennen keinen Stopp, keinen Stopp! Ah, denn den ganzen Tag, ah, ganze Nacht. Doch ich hab noch anderes im Kopf vor. Ah, an meinem Lollipop, das ist Hip-Hop und bisschen Pop. Mit bisschen Pop. Okay. Ja, ich mach ein bisschen Hip-Hop mit ein bisschen Pop und ein bisschen Pop, Digga. Das ist so meine Musikrichtung, würde ich auf jeden Fall sagen. Ja, wenn du mich schon liebst, dann kannst du auch meinen Rücken kraulen. Rücken kraulen? Ja, wenn du mich so liebst, kannst du 4 Stunden meinen Rücken kraulen. Meinen Rücken kraulen. Geil, Digga. Rücken kraulen auf Rücken kraulen, Alter. Ach, geil, Digga. Kollege freut sich. Und du weißt, ich bin lieb, auch wenn ich dir dein Popo hau. Auf den Popo hau. Ah, ah. Ah, ah. Naja, Pre-Hook und Hook und dann ist das ist halt, es ist halt, also das hier, der ersten Part finde ich halt so an sich lustig, dass er das gerappt hat, einfach, das kann ich mir halt auch ironisch so geben, aber das ist schon wieder so schlecht einfach, ey. Oh boy, Mann, okay. Mir, weil sie mich feiern. Aber ich finde das ja so geil, dass er nochmal explizit erwähnen muss, in einem Rap-Song, dass die über 18 sind. Oh, geil, Alter, feier ich tot, Mann. Und vergesst mir nicht zu folgen, wenn ihr schon alle hier seid, ne? Für die Leute, die das vergessen haben. Und Twitch Prime ist kostenlos. Ein Sub, dann haben wir die Daily Sub. Das musst du ja nochmal klarstellen. Alles die gut. Die sind wirklich über 18. Keine 12. Oh, shit. Welch ein Lollipop, doch sind nicht mehr 12. Aha, yo, Olli, Mann. 18. Was ist denn da, Dankeschön. Frisch, einen frischen Penis, oh, es ist wie der geil. Einzig wahre und der lange, was gedacht, nicht Tokyo dieser Hotel. Kleine, nein, der feine. Er ist frisch rasiert mit 2 Eiern, sie machen, was ich will und zacken an mir. Es ist halt so schlecht und cringe, dass es einfach schon wieder lustig ist. Das muss sogar ich selbst zugeben, dass ich da unterhalten ja, wollte. Ja, schon so ein bisschen. Ich finde es vor allem auch schön. Mega lustig, wie er extra nochmal erwähnt, dass die auch über 18 ja, sind das, und deswegen den das. Kopf bekommen. Dann kommt der Track Gucci und wie der Name natürlich schon sagt, geht es mal wieder darum, dass er Sex mit irgendeinem Vibe hat. Als auch da ob hat der, er lieber,
Nein, als ob er da auch erwähnt hat, dass sie 18 ist. Es ist so geil. Ich feiere das, dass er so dreimal oder sowas in dem Album einfach sagt, die ist schon 18, alles gut. Ey. Ich weiß nicht, was ich sagen soll. Auch da hat er lieber extra nochmal erwähnt, dass sie auf jeden Fall 18 ist. Dann kommt der Track Gold. Und was denkt ihr, worum es hier geht? Nein, Leute, es geht tatsächlich nicht darum, dass er Sex mit irgendeinem Vibe hat, sondern darum... Ich glaube, Your Ollie hat inzwischen den Punkt erreicht, wo er das immer reflexartig sagen muss. Jemand kommt zu ihm, irgendein Film, der kommt auf Your Ollie zu, schreibt, sagt guten Tag. Ich würde wirklich zu gerne mal so hinter die Fassade von Your Ollie gucken, weil ich kann mir ehrlich gesagt nicht vorstellen, dass er das ernst meint, Mann. Das geht nicht in meinen Kopf, wirklich nicht. Weil... Ja, du kannst mir nicht sagen, dass der Typ dieses Album ernst meint. Als ob der am Morgen aufsteht. Oh, Daddy Subgod erreicht, Digga, alle mal Kerze an den Chat. Ehre, vielen lieben Dank an alle. Mich würde halt wirklich interessieren, ob der das ernst meint, weil, okay, vielleicht ist der ja so verblendet, so, keine Ahnung, kann ja sein, also der ist ja generell halt wirklich sehr, sehr komisch drauf. Oder ob der quasi das ganze Internet einfach trollt. Das würde mich halt wirklich interessieren, so. Weil man muss ja sagen halt, also, natürlich ist das Album halt kompletter Rotz, müssen wir nicht drüber reden, so. Aber wenn man einfach mal so schaut, was der hier an Klickzahlen zum Beispiel hat, ist das ja gar nicht mal so schlecht. Also 113.000 ist halt für das, was er da abgeliefert hat, mega gut. Das ist ja komplette Grütze, so 40.000, 20.000, so. Ich glaube, insgesamt, wenn man so alle Tracks zusammennimmt, sind das bestimmt so 800.000 Aufrufe, die er gemacht hat, so. Und ihr müsst mir überlegen, 800.000, man kriegt, ja, das sind ungefähr 2.400 Euro, die er mit dem Album jetzt schon gemacht hat, so. Und das kam ja auch erst irgendwie vor ein paar Tagen raus oder so, ne, so lange ist das noch nicht da. Und das muss man sich mal überlegen, mit so einem Scheiß. So, ich glaube, dieses Album schreibe ich dir halt in 2 Stunden fertig. So, mit Aufnehmen, keine Ahnung, er macht ja eigentlich immer nur Autotune drüber und so weiter, mit Aufnehmen, Abmischen. Sagen wir mal, der hat insgesamt vielleicht, ja, sagen wir mal, der hat einen Tag dran gesessen, 24 Stunden so, könnte ich mir halt vorstellen, dass es dann fertig war. Je nachdem, ob er natürlich die Beats selber macht oder so. Und damit hat er alleine jetzt schon 2.400 Euro verdient. So, und ist natürlich auch wieder sehr im Gespräch. Und da kommt natürlich noch einiges drauf. Also, ich sag mal, für 24 Stunden Arbeit, 2.400 Euro ist ein guter Stundenlohn für jemanden, der halt sonst überall gesperrt ist. Das darf man ja nicht vergessen. Er darf ja gar keine YouTube-Videos mehr machen, zum Beispiel. Und er so, sie ist 18! Oh, hi. So läuft das ungefähr ab. Wie reich er ist, oh mein Gott, ja, endlich Abwechslung auf dem Album, Mann, 2 Themen, boah, heftig, Mann, wo gab's denn das schon mal? Ja, der Track ist allerdings auch ansonsten, ja, super langweilig, hebt sich nicht ab, es gibt keine geilen Lines und nichts. Der nächste Track ist dann Gott, das Gott. Ist ein Track, wo er einfach nur sagt, dass er keine Drogen nimmt und sowas, ja, kann man halt machen, ist aber auch überhaupt nicht einfallsreich, Text ist wieder komplett langweilig, ja, kann ich halt nicht großartig viel zu sagen. Warte mal, der hat einen Song gedroppt, der Gott heißt? Hat Sierra Kid nicht neulich am Freitag einen Song gedroppt, der Gott heißt? Scheiße. Das ist, wenn man Gott auf Wish bestellt. Um ehrlich zu sein. Der letzte Track ist Quarantäne. Weil ich glaube, der Track Quarantäne ist ihm in den Kopf gekommen, als er daran gedacht hat, dass er vielleicht bald wieder in den Knast muss. Sehr unangenehm, die Hook auf jeden Fall. Naja, aber ich finde, diese Beats klingen halt wirklich so, als wären die mit MIDI Maker erstellt worden. Die Hook auf jeden Fall. Naja, in den Track geht es halt darum, dass er Liebe möchte und nicht alleine sein will. Durch diese Quarantäne halt. Das ist auch schon das gesamte Album. Ich muss ehrlich gesagt zugeben, ich finde es hier ein bisschen schwer herauszufinden, ob er das Ganze jetzt halt wirklich komplett ernst meint und denkt, dass er ein krasser Rapper ist. Also jetzt mal Real Talk, für mich wirkt das so, Frucht, Dankeschön, als wäre das Satire-Rap von vorne bis hinten. Aber irgendwas sagt mir, Technobase, Dankeschön, ich meine, ist es hier Olli, ne? Vielleicht eher so auf Trollbasis gemacht hat, damit genau Leute wie ich darauf anspringen und ihm noch ein bisschen mehr Reichweite geben. Wenn das Album wirkt wie eine Psychose. Ja, vor allem, wir können mal gucken, ich habe hier mal gerade geschaut, hier zum Beispiel das auch, der Songtext zu Young Alpha. Das habe ich auch, Frauen sagen zu meinem Body U, zu meiner Uhr A. Ah ja. Sein Körper gleicht dem von Adonis, deswegen würden Frauen überrascht und mit Begeisterung reagieren. Ah ja. 1 Million auf Snapchat, mein Level ist da. Young Alpha aka King Olli hat nach der Entlassung aus der U-Haft wieder mit Snapchat angefangen, wo er mittlerweile regelmäßig 1 Million Klicks auf seine Stories hat. Echt? Digga, ist Snapchat irgendwie so eine eigene, ist Snapchat so eine ganz eigene Welt? Hat er da wirklich so viele Follower, Mann? Das ist ja krank, wenn es 1 Million Klicks hat. Ich hab, also wie kriegt man 1 Million Klicks in 24 Stunden? Ist schon heftig, oder? Alter, krass, ey. In der Tasche 50.000. In seinem Geldbeutel befinden sich 50.000 Euro. Umgangssprachlich auf 50.000. Ach so. Jetzt check ich das erst, ey. Portemonnaie voller 100er. Ich weiß es ganz genau. Trotz Corona wird es ein krasses Jahr. Yeah.
Aufgrund von Corona haben einige Rapper Einbußen, weil sie ihre geplanten Touren, ja toll, das ist ja alles hier so Real Talk. Die Leute reden viel zu viel, zu reich für Schlägereien, ich habe zu viel zu verlieren. Models sind zuerst in meinen DMs, danach bei mir. Models meint er natürlich minderjährige Models, weil wieso sollten 16 plus Mädchen was mit ihm wollen? Scheiße, Alter. Es war einfach frei auf Bewährung, das bedeutet, sobald er seine Anzeige behauptet, dass er seine Strafe im Gefängnis verbringen muss. Ah, okay. Ich ficke Models und ich mache Asche. Oho. Immer in Gefahr durch die Patte. Ich ficke Models und ich mache Asche. Immer in Gefahr durch die Patte. Oho. Ohohohohoho. Ich chill im Studio und werd grad geblowt, während die andere Sau grad reinkommt. Alles klar, Digga. Sie lenkt mich ab. Ich komm aus dem Takt. Sie will, dass ich bei ihr einloch. Genauso läuft das. Erst im Studio, Digga, wird gerade von einer geblowt, nimmt währenddessen auf, dann kommt eine andere rein und sagt so, ey, Digga, jetzt loch mal bei mir ein, Alter, was soll denn das? Das ist bei mir halt aber auch nicht anders. Alpha-Tier, ich bin das Alpha und kein Beta, nenn mich Cäsar in der Neuzeit, jahrelang Cashflow und nicht neureich. Also Cashflow, das H und das S sind halt so weit voneinander entfernt, der Typ, der die Lyrics gemacht hat, dachte halt safe, dass es wirklich Cashflow heißt. Cashflow, ich mach Cashflow. Ist. Dann muss ich halt sagen, es ist halt trotzdem komplett scheiße. Ich meine, dieser Text von Guten Morgen ist halt wirklich ganz lustig, muss ich sagen. Ansonsten ist es aber einfach nur hingerotzte Scheiße. Da hat sich keiner Gedanken darüber gemacht, ja, mal ein paar lustige Lines oder sowas zu bringen, sondern er sagt quasi jeden Track wieder. Also ich finde, es gibt so ein paar Tracks, die wirken ein bisschen wie Satire, aber alle anderen Tracks sind, ich ficke eine Bitch, manchmal auch zwei, sie sagt mein D, ich trage Gucci und ich will ein iPhone. Wow! Das ist das Einfallsreichste, das ich je gehört habe. Kebab. Sie kommen von allein. Das Gleiche, aber ein bisschen anders. Das heißt, selbst wenn man das nur gemacht hat, um andere zu verarschen oder um so zu tun, als wenn man ja voll krass wäre, dann ist das Werk halt trotzdem Mist. Wenn er das Album aber wirklich ernst meint, dann habe ich den Glauben an die Menschheit verloren, um ehrlich zu sein. Jeder Song ist halt wirklich genau gleich. Ein paar Beats versuchen zwar krass zu sein, aber sind einfach nicht ausgereift genug. Und das merkt man halt deutlich. Ich habe ja für das Video das komplette Album... Also mein bisheriger Lieblingssong ist der mit dem Mario Sunshine Beat im Hintergrund. Der Mario Sunshine Type Beat. Ich glaube, das war der zweite oder so. Es tut mir nicht nur weh, sondern ich habe jetzt auch im Nachhinein... Ich muss den gleich mal raussuchen. Nicht einen einzigen Track im Ohr. Dazu geht es halt 9 von 12 Tracks wirklich einfach nur darum, TikTok, wie er irgendwelche Weiber fickt. Und ja, das ist natürlich eine Sache, die, glaube ich, jeder Gangster-Rapper schon mal gebracht hat. Aber ein komplettes Album lang? Also dann bring doch wenigstens dazu einfallsreiche Lines, heb dich ab, übertreib oder sonst irgendwas. Aber du sagst einfach wirklich nur, ja, sie kommt und sie blowt. Und ich habe tausende Weiber und die blowen alle. Und ich habe rasierte Eier. Ja, Digga, herzlichen Glückwunsch. Props an dich. Ist das ein Placement für Gillette oder was? Dazu hat er halt wirklich nur 1 bis 2 siebige Reime. Und wie gesagt, die Hook können wir einfach ignorieren, weil die soll einfach nur ins Ohr gehen. Aber auch in den Parts ist das Ganze halt wirklich wenn so wenn Menschen schlechte Taten in der Vergangenheit gemacht haben und jetzt Musik machen, würdest du ihre Musik hören, weil du weißt, dass sie schlechte Taten gemacht haben? Gute Frage eigentlich, aber ich glaube tatsächlich nicht. Also das wäre mir wahrscheinlich ziemlich egal, was die gemacht haben, wenn die Musik halt einfach krass ist so. Also wenn jetzt jemand so richtig krasse Zeilen hat, richtig geilen Flow, richtig coole Beats benutzt und so, dann ist der Hörgenuss halt einfach so hoch. Ich glaube, da interessiert mich das dann halt nicht unbedingt, was die Person in ihrer Vergangenheit gemacht hat oder was die so macht. Zum Beispiel, das hat ja Jones Block damals zum Beispiel gesagt, das sehe ich halt genauso. Es geht ja halt auch bei, hier, wie heißt er denn, dieser Michael Jackson geht ja auch um, dass der halt ein bisschen was mit Kindern angefangen hat, so, ne, dass der halt da so ein bisschen tief reingegangen ist, sag ich mal, und da zum Beispiel ist genau das Gleiche, selbst wenn das der Fall war, so, das macht die Musik ja nicht schlechter. So, trotzdem ist die Musik halt vom künstlerischen Faktor her, ja, alleinstehend einfach, ne, die ist halt heftig. Und genauso sehe ich das auch, natürlich kann man halt, natürlich kann man halt sagen, ja, die Person hat halt Scheiße gebaut, so, das ändert ja im Endeffekt nichts daran, wie gut oder schlecht die Musik ist. Kommt natürlich darauf an, wenn du jetzt dich in der Musik als Ehrenmann hinstellst und am Ende aber irgendwie Leute die ganze Zeit abziehst und so weiter, das ist ein bisschen komisch. Aber ansonsten finde ich, ist das jetzt kein ausschlaggebender Punkt, warum ich jetzt Musik hören würde oder halt auch nicht höre. Vielleicht also Pro auf Pro auf Pro auf Pro auf Pro. So, what the fuck, wer hat sich das denn ausgedacht? Ein Kleinkind oder was? Darüber hinaus ist der Flow halt wirklich abnormal schlecht. Ich meine, hört euch die Tracks einfach mal selber an. Voll oft hat er in den Tracks einfach nicht die richtige Länge der Zeilen. Das heißt, er flowt dann auf einmal komplett komisch oder ist einfach... Und jetzt kommt hier Julians Block-Type-Beat von KuchTV. Aber ich such nochmal. Oh mein Gott, wo war das nochmal? RIP. Zuschauerbindung. Frauen sagen zu meinem. Auf jeden Fall. Nee, das war das nicht. Der zweite Track. Ja, da ist er. Du willst meine Der Mario Sunshine-Type-Beat. Stimmt, das höre ich auch, Digga. What the fuck? Super einfallsreich, muss man einfach sagen.
Vertrauen. Klar. Du willst meine Frau? Ja, das war der Beste. Wenn Flipflops dein Lieblingswort ist, hast du dann welche? Nee, leider nicht. Flipflop ist erst seit 10 Minuten mein Lieblingswort. Flipflop. Flipflop. Das kann man voll schnell sagen. Erdnuss. Das kann man nicht. Erdnuss. Erdnuss. Flipflop. Flipflop. PlayStation. Weißt du, da brauchst du länger. Also Flipflop geht einfach sehr gut so von den Lippen. So, das ist sehr einfach so. PlayStation. PlayStation. Ranziger Raucher. Ja, das dauert länger auf jeden Fall. Song. Also der war grottenschlecht. Ja, aber er war der beste Song von allen. Flipflop. Ja, Flipflop ist noch besser irgendwie. Was haltet ihr von Young Alpha? Gönnt ihr euch? Er hat seine eigene Reaction geguckt auf jeden Jetzt würde mich aber interessieren, wie das Cover wirklich aussieht. So, mal gucken, ob ich das hier irgendwo sehe. Aha. Oh, Digga, ich bin sogar die erste, was angezeigt wird. Als ob. Die ist doch locker wieder minderjährig. Schnell wegschalten. Okay, alles klar. Schnell wegschalten, Bruder. Dann gibt es noch ein anderes Video, das wollte ich mir im letzten Stream angucken. Ich habe gerade nach oben geguckt, weil ich es gewohnt bin, dass da die Cam ist. Wenn ich ihn gucken wollte, habe ich nicht mehr geschafft. Was guckt er sich denn jetzt hier an? Das aktuellste Video von Simplicissimus. Flipflop. Flip, 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 flip